Willkommen zurück bei unserer wunderschönen Mannschaft Düren in der 4. Liga West. Die letzten beiden Folgen heute waren ein bisschen kürzer als sonst und deshalb dachte ich mir, gibt es für einen Sonntag nochmal eine dritte Bonusfolge. Heute gegen Köln Süd und gegen Gelsenkirchen 2, die beiden letzten Spiele der Saison. Und jetzt sieht es so langsam richtig gut für uns aus, denn wir haben 6 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Wir müssen in den letzten beiden Spielen nur noch einen Punkt holen und dann steigen wir auf. Es ist so schön und ich danke euch für eure tolle Unterstützung. Es ist so schön, mit euch gemeinsam hier zu bangen, zu beten, zu jubeln, zu feiern. Es ist so ein cooles Projekt. Schön, dass ihr alle da seid. Wir gehen rein. Wir fördern Irbis Leitner, der jetzt wieder zurück ist, und können gerne nochmal irgendwo vorbeischauen. Den Fans geht es gut, den Spielern geht es auch gut. Für alle anderen Sachen haben wir kein Geld. Nein, wir gehen direkt rein in die Trainingswoche. Sponsorenverhandlungen machen wir nicht. Es sieht gerade ganz gut aus, dass wir höchstwahrscheinlich aufsteigen werden. Wir haben immer noch große Probleme mit der Kondition. Deswegen machen wir hier nochmal ein bisschen Konditionstraining. Üben nochmal Angriffe durch die Mitte. Aber müssen uns dann auf der anderen Seite natürlich auch wieder ein ganz kleines bisschen ausruhen. Wir haben gegen München Gladbach gespielt, hatten dann einen trainingsfreien Tag. Zuletzt ging Primera Köln 2. Dort haben wir keinen trainingsfreien Tag versprochen. Aber hier gehen wir auch nur in die aktive Erholung und ins Auslaufen rein. Kein Trainingslager und werden uns dann auch nicht auf Gelsenkirchen vorbereiten, sondern am Sonntag nochmal schön ins Ausdauerlaufen rein, die Kondition nochmal zu trainieren, und dann können wir wieder ein wenig in die Frische reingehen. Klar, nach dem Spieltag unfassbar unfair, aber wir haben halt Konditionsprobleme gerade. Geht gerade nicht anders. Sehr schön. Noch 5 Tage bis zum Derby gegen Köln Süd. Im Hinspiel haben wir gewonnen. Das war schön. Und schaut mal hier unten. Hier unten, ein Tor von uns wurde zum Tor des Monats nominiert. Wir sind leider nur auf Platz 10 gelandet, aber als Viertligist, wie cool ist das denn? Welches Tor war das denn? War das sein Schlenzer? Das war sein Schlenzer. Der war auch echt schick. Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Ja, der war auch schick. Das war auch ein schickes Tor. Finde ich nicht schlecht. Als Viertligist hier mal aufzutauchen, was war denn das richtige Tor des Monats? Joel Gehr. Mit einem klasse Distanzschuss, ja. Okay, gebe ich offen zu, das war ein Tor des Monats. Rookie des Monats. Niemand von uns dabei. Schade. Schade. Alles klar. Weiterbildung, sie arbeiten hart und halten einen Managerpunkt. Ferreira hat ein neues Hobby, Bingo. Naja, er ist einer unserer Oldies, passt dann ja auch zu ihm. Ich finde Bingo selber cool, muss ich sagen. So, Albert Gunkel, bist du wieder am Start? Ja. Und du spielst. Johannes Ulrich spielt. Cody Blau und Stefan Himmel kommen rein, um ein bisschen Frische reinzubringen. Nicolas Dirks steht vor einer Gelbsperre. Den bringen wir mal von Anfang an. Linkes Mittelfeld ist Omri gerade verletzt. Guido Rasch hat mir gut gefallen, der muss auch mitkommen. Für den zweiten Torhüter natürlich, den brauchen wir nicht. Cool. Ferreira auf der Bank, der kann später reinkommen und helfen. Und ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet. Ja. Wir dürfen hier natürlich nicht Köln Süd unterschätzen. Sehr gute Mannschaft, Platz 4.
haben eine durchschnittliche Stärke von 4,5. Also eine Mannschaft, die auch wirklich was drauf hat. Aber wir werden ebenfalls mit ordentlich Elan reingehen in dieses Match, in dieses Derby. Es sieht heute nur diese eine Aufgabe. Lennart Matzke wird ein bisschen motiviert. Nikolas Dirks, deine tödlichen Pässe werden heute helfen. Und Bader. Schön Mittelfeld und Sturm unterstützen. Und das war's. Auf geht's in das Spiel Düren gegen Köln-Süd, das Derby. Im Hinspiel haben wir 2:0 gewonnen und das, obwohl wir auswärts gespielt haben. Jetzt haben wir einen Heimvorteil und trotzdem kommt Köln-Süd mit der ersten verwertbaren Chance. Doch Erich Duwe, er ist am Start und hält den Ball sicher. Er fängt ihn sogar. Gut gemacht. 9. Spielminute. Leichter Vorteil auf der Seite von Köln-Süd. Wir schauen uns das erstmal an. Angriff Düren, Justus Bader. Rüber auf Albert Gunkel. Guimarães. Gut geschossen. Der wäre schön in den Winkel gekommen, aber noch besser gehalten. Von Valentin Bier. Eckball konnten wir anscheinend nicht verwerten. Wir lugen rüber zu Mönchengladbach, die schon bei 3:0. Angriff Düren, Albert Gunkel. Spielt auf Bade, auf Blasko. Gut rausgespielt. Doch Valentin Bier hat hier heute das Spiel seines Lebens anscheinend und hält nochmal einen fast unhaltbaren Ball. Erich Duwe wird nicht nochmal herausgefordert. Jim Schieler verfehlt um einen Meter. Chancen ganz klar auf unserer Seite, aber Köln-Süd ebenfalls in der Lage, Chancen zu erspielen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. 30. Spielminute, die 2. gelbe Karte auf der Seite von Köln. Freistoß Sertic. Abgefälscht. Aber nochmal eine gute Ecke für uns. Sertic wird sie ausführen. Sie geht in den Strafraum rein und Justus Bade, Johannes, gut weitergeleitet. Aber Valentin Bier, der hält ja wirklich alles heute. Valentin Bier, bisher wahrscheinlich der Spieler des Tages. Aber Duwe auch mit einer Note 1,5. Sertic 1,0. Also beide Seiten sind defensiv sehr stark. Beide Seiten hätten schon Tore schießen können. Dan Wallace auf Leitner. Steckt durch auf Matzke. Der verfehlt. Guter Angriff. Ich sehe hier gute Angriffe, ich sehe hier gute Ideen. Das gefällt mir. Nur am Ende können wir sie nicht umsetzen. Aber das ist ein Spiel, was wir gerne genauso weiterführen dürfen. Wir können vielleicht den einen oder anderen nochmal motivieren. Guimarães zum Beispiel. Wir wissen, das kannst du besser. Und auch Matzke. Vielleicht so ein bisschen weiterhin auf das Mittelfeld gehen. Und die ein bisschen motivieren. Wir wechseln noch nicht. Ich sehe noch keinen Grund für einen Wechsel. Aber die müden Spieler müssen natürlich später ausgewechselt werden. Johannes auf Leitner. Bade steckt durch auf Sertic. Das ist das Ding. Wenn wir mal ein Tor brauchen, dann sind die Innenverteidiger da. Sehr gut gemacht. Sertic, der heute wirklich wieder großartig spielt. Eine 1-0er-Wertung. Zeigt er wieder einmal, was für ein wichtiger Spieler er ist. 1:0 für Düren. Wenn das so bleibt, dann
wird Düren aufsteigen, meine Lieben. Dann ist es sicher. Dann steigen wir auf. Angriff Düren. Nach dem Patzer von Köln Süd, Matzke geht dazwischen. Und Niklas Dirks bekommt seine Möglichkeit. Valentin Bier will ebenfalls sich weiterhin gut zu zeigen. Angriff Düren. Dirks. Passt auf niemanden. Wollt ihr einen Ordner anspielen? Oder die Presse, man weiß es nicht. 66. Spielminute. Wir wechseln gleich, aber es läuft gerade gut. Wir wollen den Lauf nicht rausnehmen. Leitner. Blasko. Richtig schön platziert ins untere Eck. Gut gemacht, Blasko. 68. Spielminute. 2:0 für Düren und wir können reingehen und Ferreira bringen für Blasko. Wir können Weinmann bringen für Bade. Wir können Knut bringen für Guimarães. Wir können Ross bringen für Leitner. Und Cody Blau für Johannes. Fünferwechsel? Nein. Johannes bleibt erstmal drin. Ein Wechsel hätten wir dann noch. Blasko möchte eine Erklärung. Er sollte sich Applaus abholen. Ah, die Fans sind nicht ausgeflippt, sagt er. 69. Minute. Wir bleiben hier im vollen Einsatz drin oder im höheren Einsatz drin, weil wir einfach gleich sichergestellt haben, dass wir aufsteigen. Dann können wir das letzte Spiel ganz entspannt angehen. Und das letzte Spiel ganz, ganz entspannt angehen. Foul gegen Nino Weinmann. Freistoß Sertic. Und Horos volleyt das Ding in den Orbit und dort trifft es auf ein anderes Projektil, einst reingeschossen von Ramos beim Elfmeterschießen. 89. Spielminute und es endet hier wie im Hinspiel mit einem 2:0 für Düren. Und damit, meine Lieben, ist Düren gesichert aufgestiegen. Was war das für ein Krimi? Was war das für ein großes, unbehagliches Krimi um den Aufstieg? Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Aufstieg, er ist sicher. Endlich, endlich können wir uns sicher sein. Mönchengladbach immer noch 6 Punkte hinten. Wir haben aber nur noch ein Spiel zu spielen, das heißt, sie können nur noch um 3 Punkte ranrücken. Und damit haben wir zwar die schlechtere Tordifferenz, aber ganz sicher die meisten Punkte. Wow, was für ein Kampf. Wir haben uns das verdient, aber wirklich, indem wir gekämpft haben. Ohne Ende. Das Tor von Sertic wurde sogar zum Tor des Spieltages erklärt. Das ist cool. Ja, war auch schick. War auch schick, muss man sagen. Gerade für einen Innenverteidiger. Sertic das 6. Mal in der 11 des Tages. Gunkel aber auch zum 6. Mal. Das darf man nicht unterschlagen. Leitner zum 2. Mal. Dafür, dass das unser 1 17-Jähriger, jetzt 18-Jähriger ist, der auch bald hier zum 5er-Spieler wird. Großartig. Alle entwickeln sich gut, außer Horos und Ferreira, das ist gut. Niklas Dirks bald beim Aufstieg. Der ist doch auch schon 26, oder? Ja. Cool. Das kommt hier richtig gut voran. Ja, Frische leidet ein bisschen, Kondition geht aber hoch. Und im letzten Spiel können wir uns gleich echt ein bisschen zurücknehmen. Jetzt können wir uns echt mal ein bisschen zurücknehmen. Wir haben
jetzt in den letzten Spielen wirklich alles gegeben. Gegen Aachen, gegen Mönchengladbach, gegen Primera Köln 2, gegen Köln Süd. Um jetzt den Aufstieg feiern zu können. Um jetzt endlich den Aufstieg richtig schön feiern zu können. Und das Spiel gegen Gelsenkirchen können wir so locker angehen. Wir können es so locker angehen. Das ist so toll. Wollen wir Guimarães nochmal fördern? Wir wissen ja gar nicht, ob wir ihn übernehmen. Stefan Himmel dürfen wir aber auch nicht fördern. Dann Dan Wallace nochmal. Wow. Alles so toll. Die Spieler lieben uns, das Präsidium liebt uns, die Fans lieben uns. Das hat sich so toll alles entwickelt. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Mindestens ein Jugendspieler wartet noch auf unsere Entscheidung bezüglich seiner Zukunft. Das ist Aslan Hakar. Er ist 19 Jahre alt und hat eine Stärke von 3,1. Man kann jetzt natürlich komplett wirtschaftlich angehen und sagen, ja, wir können ihn zumindest mitnehmen und verpflichten, um ihn eventuell zu verleihen, damit er noch besser wird und wir gucken, was aus ihm wird. Oder um ihn dann auch auf dem Transfermarkt anzubieten. Also, das ist schon okay. Aber auch Matteo Neitzel und Theodor Behling, auch die beiden, würden gehen, wenn wir sie nicht verpflichten. Ja, Vertragsgespräch können wir nicht machen. Das können wir erst später machen. Wir können uns auf jeden Fall nochmal das Jugendtraining anschauen von der U19 und von der U17. Und abwerben können wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Doch, können wir. Dritte Liga. Münster. Okay, Einladung beim Bandensponsor, gehen wir natürlich hin. Und unsere Spieler haben endlich mal ein bisschen Pause verdient. Trainiert mal ein bisschen individuelle Fähigkeiten. Über Unterzahl. Angriffe durch die Mitte, Angriffe mit direktem Passspiel, Angriffe über Außen. Erholt euch ein bisschen. Alles ganz, ganz entspannt. Also wirklich. Ihr braucht euch jetzt nicht überanstrengen. Und Sonntag gibt es ein bisschen Auslauf, ein bisschen aktive Erholung. Danach gehen wir in die Kondition. Jetzt nur noch ein bisschen in die Frische gehen. Nochmal ganz leicht trainieren. Aber das letzte Spiel, es ist zum Glück nicht mehr wichtig. Es ist ein Bonusspiel. Welches wir hier angehen. Wie schön, dass wir das hier hinbekommen haben. Oh mein Gott, es ist echt ein riesiger Krimi gewesen. Aber ja, ich bin zufrieden. Ich bin wirklich zufrieden, wie wir das gemacht haben. Es gab wirklich große Probleme, die wir zu bewältigen hatten. Aber unterm Strich haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Jetzt haben wir natürlich auch kein Transferbudget mehr, um die abzuwerben. Aber wir können trotzdem mal so einen 17-Jährigen fragen, ob wir mit ihm reden können. Oder diesen 17-Jährigen ist zumindest ein Talent. Nein, können wir nicht. Also, Jugendspieler in einer höheren Liga abwerben, dafür sind wir noch nicht bereit. Oder unser Budget hat wirklich nicht ausgereicht und die wussten das von vornherein. Weil sich's rumgesprochen hat in den Medien, dass Düren gerade nicht zahlungs-
willig ist. Fähig schon, liquide sind wir, aber unser Transferbudget haben wir zurückgestellt. Man könnte auch die Zurückstellung auflösen, würde auch alles gehen, aber das ist schon okay so. Omri Zuha auf der linken Seite. Lennart Matzke kommt aber auf jeden Fall mit. Cody Blau und Stefan Himmel sollten beide spielen, finde ich. Albert Gunkel links, Dan Wallace rechts. Guido Rasch, gute Möglichkeit. Hedik Stanko, gute Möglichkeit zum Auswechseln. Horos für die defensive Mitte. Nino Weinmann für Justus Bade. Ferreira darf gern von Anfang an spielen. So. Und damit haben wir eine gute Aufstellung, aber auch eine sehr, sehr gute Bank und gehen rein in das Spiel gegen Gelsenkirchen. Und das Ganze sehr entspannt. Das Ganze sehr entspannt. Also, da machen wir uns nicht allzu viel Stress. Haben 2:1 gewonnen im Hinspiel. Wir haben hier diesen Elia Schäffer drin im Tor, der auch besser geworden ist. Der ist auch zum Fünfer geworden. Wir sehen jetzt auch alles von ihm, weil wir ihn fertig gescoutet haben. Das heißt, wir sehen, wie gut er ist, wie viele Sterne er hat und was seine Schwächen sind, zum Beispiel Abstöße und Reflexe. Und wir wissen auch, dass er kein Talent ist. Kein Talent. Aber die 4,6 hat er sich wirklich hart erarbeitet. Wir können noch mal ein paar Leute motivieren. Das machen wir mal mit der Abwehr. Haben hier keine Standardansprachenpunkte mehr. Gehen rein. Wir gehen dieses Spiel konzentriert an. Auswärts gegen Gelsenkirchen. Es ist ein Bonusspiel, wo wir gerne noch einen weiteren Sieg holen wollen. Aber es ist nicht wichtig. Wenn wir dieses Spiel verlieren, hat es keine Auswirkung auf Auf- oder Abstieg. Es ist ein Bonus. Es ist ein Bonus. Und deswegen gehen wir dieses Spiel zwar konzentriert an, aber der Einsatz geht nicht höher. Der geht nicht höher. Es sei denn, es droht jetzt zum Beispiel eine Blamage durch Gelsenkirchen. Aber wir sehen ja, dass dieser Einsatz reicht, um uns Chancen zu erspielen. Omri Zuha wird leider nicht gefoult, war leider fair Ball gespielt. Dreizehnte Spielminute. Eckball für Düren. Albert Gunkel auf Bade vorbei. Schade. Guter Angriff. Also gute Ecke. Wir haben 64% Ballbesitz, obwohl wir uns echt nicht so stark anstrengen. Aber für Gelsenkirchen ist es wahrscheinlich auch nicht so ein wichtiges Spiel. Sie wissen, sie steigen nicht ab. Sie wissen, sie können jetzt auch nicht sich auch nicht so hoch platzieren in der Tabelle. Für die ist es quasi auch nur noch ein Bonusspiel, ob sie jetzt 10. oder 11. werden. Ist quasi auch egal. Ferreira versucht, Schäffer zu überlisten. Wir wissen um die Qualität dieses Torhüters. Und wir bleiben dran. Also Gelsenkirchen scheint sich auch nicht anzustrengen, dass wir bei diesem geringen Einsatz so stark sind. Lorenz Koitus hat geklärt. Mönchengladbach patzt schon wieder. Also die sind komplett gebrochen. Die sind komplett gebrochen hier. Mönchengladbach. Oberhausen kommt sogar noch ran. Und hier bei Gelsenkirchen sehen wir, die können auch nicht mehr absteigen. Die können aber auch nicht auf 9. Platz kommen. Klar, die könnten hier auf Platz 11 fallen, aber das 10 oder 11, das ist denen halt komplett egal. Deswegen strengen die sich wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig an. Es ist das, was es ist, ein Bonusspiel. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
Wir gehen es trotzdem konzentriert an. Ich finde, das sind wir auch den Fans schuldig. Es ist halt ein Trainingsspiel für uns. Albert Gunkel, Leitner auf Cody Blau, knapp übers Tor. Das wäre auch so ein Spiel gewesen, wenn wir jetzt super viele Jugendspieler hätten, die sonst nie rankommen oder vielleicht nur mal 5 Minuten eingewechselt werden, dass die das spielen hätten können. Aber ja, alle, die wir wirklich haben und nutzen wollen, die spielen ja auch regelmäßig. Ja, war keine schlechte Halbzeit, war jetzt aber auch nicht herausragend. Wir können gerne kurz die, die schwächer sind, denen es nicht mehr ganz so gut geht, auswechseln. Das ist Dan Wallace und das ist hier Guimarães. Haben wir Knut nicht mitgenommen? Wir haben Knut nicht mitgenommen. Interessanterweise. Ja, da muss Guimarães weiterspielen. Dann ist es so. Wen motivieren wir nochmal? Duwe fände ich, also kann man natürlich spielmechanisch machen, fände ich aber doof, weil der ja noch nicht gehalten hat. Vielleicht Soha. Das kannst du besser. Und Justus Bade kann das auf jeden Fall auch besser. Okay. Und auf geht es in die zweite Halbzeit. Wir haben schon einige Chancen rausgespielt, Gelsenkirchen noch gar nichts. Gelsenkirchen hat halt den Vorteil, dass sie hinten drin Schäffer stehen haben. Ein Torwart, der wirklich weiß, wie das da hinten drin funktioniert. Er ist ein Meister seines Fachs. Doch auch er ist zu überlisten. Die Frage ist, wo würde Gelsenkirchen stehen, wenn sie ihn nicht hätten? Wo würden sie dann stehen? Das wäre mal eine interessante Frage. 69. Spielminute. Angriff Gelsenkirchen. Taschkiran auf Lorenz Koitus. Er läuft über den Flügel und spielt flache rein auf Cornelius Nitschke. Und der macht ein Tor. Und Duwe schaut nur zu. Komm, wir nehmen zumindest die Zweikämpfe an. Wir nehmen zumindest die Zweikämpfe an. Und wechseln nochmal. Also, Niklas Dirks sollte nochmal die Möglichkeit bekommen, finde ich. Und Ross kommt für Leitner. Rasch hat sich gut gezeigt. Der hat sich's verdient. Und Sertic natürlich auch. Dann kommt Sertic für Cody Blau, weil der ein bisschen schlechter spielt als Himmel. 79. Minute. Und mit dem Wechsel gehen wir in die letzten Minuten rein. Freistoß für Düren. Schön langer Ball auf Ross. Stark gemacht. Wahnsinn. Toller Angriff. Aber sicher gefangen von Elias Schäffer, dem Torhüter. Und da ist das Ding vorbei. Vollkommen in Ordnung für uns. Wir haben von vornherein gesagt, das ist ein Bonusspiel. Wir hatten gar nicht den Anspruch zu gewinnen, um hier unsere Fitness jetzt nicht zu sehr zu überstrapazieren, weil das natürlich auch eine Verletzung nach sich ziehen könnte, wenn wir das zu krass angehen. Von daher ist das für mich vollkommen in Ordnung, dass wir uns hier nicht zu sehr ausgelastet haben. Aus und vorbei. Düren verliert 1:0 gegen Gelsenkirchen. Was deshalb ärgerlich ist, weil wir 4 Chancen rausgespielt haben, Gelsenkirchen nur eine Chance. Schon ein bisschen ärgerlich, allerdings muss man auch sagen, wir haben hier nicht den Sieg herausgefordert. Mönchengladbach auch nicht, haben auch verloren und sind mit 79 Punkten immer noch 6 Punkte hinter uns. Die haben jetzt in letzter Zeit ordentlich gepatzt. Davor sah es sehr, sehr sauber aus bei denen. Also wenn wir uns hier die Spiele anschauen,
Die letzten, rot und weiß. Davor, alles grün. Da hatten die einen richtigen Lauf. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Guck mal, die waren von Spieltag 14 bis 29 auf dem ersten Platz. 15 Spiele haben wir gelungert auf dem zweiten Platz. Und dann haben wir es doch noch geschafft. Wow. Das war wirklich toll. Was für eine Saison. Was für ein Erlebnis hier mit Düren. Keine Punkte für Düren. Wir kassieren eine unglückliche Niederlage tatsächlich. Wie gesagt, der Gegner hatte nur eine Chance, hat die verwandelt. Passiert. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Tolle Entwicklung für Himmel und Cody Blau. Die Durage immer noch dabei, sich weiter zu entwickeln mit seinen 30 Jahren. Und zwar in einer richtig schnellen Geschwindigkeit. Ich bin sehr gespannt, wie sich unsere Spieler in der dritten Liga zeigen werden. Herzlichen Glückwunsch, neuer Rekord. Bester Torjäger der Saison, Nicolas Dirks mit 9 Toren. Was wirklich nicht viel ist, wenn man bedenkt, dass wir Innenverteidiger haben, die auch so 5 Tore gemacht haben. Aber hey, wir nehmen das mit. Und man muss auch dazu sagen, Nicolas Dirks hat ja gar nicht so super viel gespielt. Der wäre auch auf mehr Tore gekommen, wenn er Stammspieler gewesen wäre. In dieser Woche finden keine Spiele mehr statt. Das liegt daran, dass keine Spiele mehr stattfinden. Omri Zoha. Wir könnten irgendwann die Kaufoption ziehen für 560.000. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. 26 Jahre jung, linker Mittelfeldspieler. Wird sicherlich auch irgendwann mal zum 7er Spieler werden. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Der hat sich gut gezeigt, gerade in der letzten Zeit. Aber wir haben noch ein Jahr. Von daher brauchen wir das jetzt nicht klären, aber ein guter Spieler und wir können gerne sein Trainingsziel Ecken machen, aber Ecken ist echt egal bei ihm, muss ich sagen. Ich glaube, Sertic wird uns noch lange verfolgen. Der hat sich's verdient, noch einmal unterstützt zu werden. Präsidium mag uns zu 95, die Spieler zu 92, die Fans zu 100. Ich glaube, damit können wir richtig zufrieden sein. Jemand ist verletzt und wir haben ihn noch nicht besucht. Knut, genau. Dich wollte ich eigentlich einwechseln und dachte mir, hey, wo bist du eigentlich? Ralf Kraus. Komm. Wir besuchen dich auch mal. Ich kenne dich zwar nicht, aber du bist ein guter Spieler in der U17. Apropos Spieler in der U17. Und Vertragsgespräche können wir noch nicht machen, ne? Das können wir wahrscheinlich erst machen. Wir schauen mal auf den Kalender. Vielleicht, wenn die Saison vorbei ist oder im nächsten Monat. Wir schauen einfach mal. Die Jugendspieler abwerben. Ja, wir haben halt kein Transferbudget. Macht gar keinen Sinn gerade. Und hier gehen wir jetzt voll und ganz in die Kondition rein. Wir brauchen jetzt einmal eine Konditionswoche. Danach machen wir das nochmal. Wo haben wir das? Kondition. Galligkeit. Ja, auch nicht schlecht, außer Schwalben natürlich. Aber gab es nicht sowas wie Kondition auch als eigen... Ach, Fitness. Fitness war das. Ah, okay. Ja, das wollen wir erstmal machen. Erstmal in die Fitness reingehen und danach werden wir das wieder individuell machen über die Trainingsgruppen. Aber Kondition braucht eh erstmal jeder. Von daher machen wir das so. Und dann geht's rein in die Trainingswoche. Knut, gute Besserung wünsche ich dir. Und auch bei dem Jugendspieler sagen wir gute Besserung.
Nee, machen wir nicht. Mir ist das Spiel gerade mehrmals abgestürzt, als ich versucht habe, den Jugendspieler zu besuchen. Hab dann neu geladen, nochmal alles neu gemacht. Und immer hier, wenn wir den Jugendspieler besuchen sollten, ist das Spiel abgestürzt. Ich denke mal, wir können den eigentlich gar nicht besuchen und das ist ein Fehler und das Spiel kommt dann nicht damit zurecht, stürzt dann ab, deswegen habe ich das nur rausgenommen, alles andere ist gleich geblieben. Krisensitzung bei Reda Wiedenbrück. Okay. 43 Tage noch bis zum offiziellen Saisonende. Und unsere Spieler bekommen wieder ordentlich Kondition dazu, das gefällt mir. Nicolas Dirks erhält die neue Stufe und ist jetzt ein 5,8er, meine Lieben. Und hat auch einen Marktwert jetzt erhalten von 700.000. Toller Mann. Toller Mann. Richtig toll. Richtig toll. Das ist so schön, dass er sich so toll entwickelt hat. Wen wollen wir als nächstes fördern? Bade nochmal. Ja, lange Pässe ist nicht so unwichtig als offensiver Mittelfeldspieler. Und wir gehen wieder in die Trainingswoche rein. Ja, Team-Events kann man ja nur einmal machen pro Saison. Wir haben das jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ja, Zufriedenheit erhöhen. Biss aktivieren brauchen wir nicht. Zufriedenheit erhöhen. 92 haben wir, das ist schon eine hohe Zufriedenheit. Aber wir können es halt jetzt einmal machen für 10.000. Ich glaube, wir machen das. Können das einmal machen. Biss brauchen wir definitiv nicht. Charity machen wir auch. Und hier gehen wir in eine individuelle Woche. Frisch ist uns egal. Wir gehen ins Pressing. Sehr stark ins Pressing. Und sehr stark ins Gegenpressing. Das wird uns auch nochmal helfen, die Kondition aufzubauen. Frische können wir relativ schnell wieder aufbauen. Die Kondition ist halt immer so ein bisschen das Ding. So, viermal Pressing, viermal Gegenpressing. Und dann Angriffe durch die Mitte, über Außen, mit direktem Passspiel, kontrolliertes Umschaltspiel, durch die Mitte und nochmal durch die Mitte. Weiter geht's. Und alle kommen rein, damit auch alle schön Konditionen aufbauen. Und natürlich Pressing und Gegenpressing lernen. Auch nicht unwichtig. Team-Event Freizeitpark. Ulrich Johannes traut sich nicht auf den Freifallturm und Horace verliert sein Handy in der Achterbahn. Aber ansonsten haben alle großen Spaß. Sie spenden Dieren Pommes für alle. Alle gewinnen einen Punkt Zufriedenheit. Ja, das ist doch super. Wir waren eben bei 92 Punkten. Ich bin gespannt, wo wir jetzt gleich stehen. Europapokal. Manchester gewinnt den Europapokal. Erich Duwe hat eine Trainingsverletzung, fällt 21 Tage aus, ist nicht so schlimm. Schließlich ist das Erich Duwe und der hat gerade nichts zu tun im Tor. Wir haben ja keine Spiele. Könnten nochmal ein Freundschaftsspiel reinbringen, wäre auch nicht verkehrt. Vielleicht auch mal zu schauen, was erwartet uns in der dritten Liga. Guimarães hat sein Trainingsziel erreicht. Elfmeter kann er gar nicht, das ist nicht schlimm. Ecken kann er gar nicht. Beides nicht schlimm, ehrlich gesagt. Freistöße kann er umso besser. Kurze Pässe wären nicht verkehrt, Schusstechnik auch nicht. Was hätten wir danach? Elfmeter. Bringt uns nichts. Einwürfe bringt uns nichts. Robustheit. Antritt. Wollen wir ihn zum Freistoßspezialisten machen? Komm, wir machen ihn mal zum Freistoßspezialisten. Ich finde das irgendwie cool. Die Ersatzspieler machen nach dem Training noch ein paar Schussübungen. In der Meisterrunde gewinnt London gegen Newcastle. Ulrich Johannes hat seine Schwäche im Aufbauspiel ein wenig weniger schlecht gemacht. Kann
kann auch gut Freistöße schießen. Er ist schlecht im Zweikampf. Das ist was, was ich mir als Innenverteidiger anders wünschen würde. Da musst du auf jeden Fall dran arbeiten. Irbis Leitner möchte mehr Geld. 80.000, meine Lieben. 80.000. Er ist ein 4-Sterne-Spieler geworden und er wird auch bald zum 5-Sterne-Spieler. Der entwickelt sich großartig. Er ist ein Talent, Amateurspieler, sein Vertrag geht noch 3 Jahre. Wir werden mit ihm noch viel Spaß haben, aber 80.000 ist ein bisschen sehr viel, oder? Von 24 auf 80.000. Ich glaube, eine Verdopplung des Gehalts ist okay. Und die Prämien bleiben gleich, mein Freund. Die Prämien bleiben gleich und dein Grundgehalt wird verdoppelt. Du bist 18 Jahre alt. Empfindet es als Frechheit? Ja, dann empfindet er es so. Wir können jederzeit nachverhandeln, wenn wir irgendwann sehen, okay, irgendjemand ist unterbezahlt. Wir werden dann sowieso mal irgendwann gegenchecken, wer bekommt wie viel. Gibt es irgendjemand, der unterbezahlt ist, dann können wir immer noch nachverhandeln und denen entgegenkommen. Aber ich finde, eine Verdopplung des Gehaltes ist keine Frechheit. Also, das ist in Ordnung. Vor allem, weil er auch aus unserer Jugend kommt, weil er erst 18 Jahre alt ist. Das muss man ja alles noch dazu sehen. Wir haben viele, viele schon gefördert. Komm, Justus Bade noch einmal. Das ist okay. Justus Bade wird nochmal gefördert. Spieler mögen uns zu 96. Guck mal ganz kurz, wie geht es Leitner, Irbis Leitner? Immer noch zufrieden. Guck mal hier. 48.000 Gehalt. Damit hat er sich gut eingereiht hier. In ähnlich starke Spieler. Klar, die verdienen alle mehr, aber die sind ja auch alle stärker. Also man sieht schon so ein bisschen am Gehalt, wie stark die Spieler sind. Ich finde 48.000, ehrlich gesagt, finde ich fair. Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, damit können wir wirklich arbeiten. Wer ist unzufrieden? Niemand. Zum jetzigen Zeitpunkt. Alle sind zufrieden. Ja, wunderbar. Also bei Leitner wollte ich nochmal ganz genau schauen, wie sich das auswirkt. Okay, aber es sind so viele positive Sachen, dass das hier nicht so sehr reingrätscht. Ja, cool. Das ist cool. Geld anlegen machen wir nicht. Und wir wollen... Wir wollen gucken, was wir jetzt hier einmal machen. Also Kondition ist wieder am Start. Über Unterzahl finde ich wichtig. Das können wir gern 4-mal machen. Angriffe durch die Mitte, Angriffe über Außen. Beides nicht unwichtig. Dann kontrolliertes Umschaltspiel. Konter, Konter. Ecken haben wir auch lange nicht mehr geübt. Elfmeter bringt ja auch ein bisschen Spaß wahrscheinlich. Freistöße. So ein bisschen auch in die Standards nochmal reingehen. Und dann gucken wir nochmal, gibt es jemanden, der noch keine Kondition hat? Ja. Du und du, ihr habt noch Konditionsprobleme. Das heißt, ihr geht nochmal in die Konditionsgruppe rein. Auf in die Woche. Noch 34 Tage bis zum offiziellen Saisonende. Nino Weinmann hat sein Trainingsziel erreicht. Es ging hier um die langen Pässe. Elfmeter und Einwürfe kann er nicht, das ist kein Problem.
Dann kümmere dich um die Elfmeter. Wir haben jetzt nicht so viel, so eine große Wahl, oder? Ja. Dann kümmere dich um deine schlechten Elfmeter. Sehr schön. Trainingsverletzung für Leitner. 7 Tage. Ist nicht so schlimm. Tor des Monats. Wir sind sogar dabei. Das Tor von Sertic ist sogar dabei. Ach, wie cool. 2-mal waren wir dabei. Diesmal sogar den 8. Platz erreicht. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Oberhausen. Da schauen wir uns natürlich an. Oh, auch 4. Liga. Volleyschuss. Schön gemacht. Rookie des Monats. Leitner ist wieder mit dabei. Der hat einfach 5 Vorlagen gemacht und 2 Tore. Als defensiver Mittelfeldspieler. Und hat auch den 1. Platz erreicht. Wieder 40 Punkte für den Stufenfortschritt. Also Leitner ist jetzt bald ein 5er. Der ist einfach bald ein 5er, meine Lieben. 2 Schusstechnik, 1 Zweikampf. Was lernst du gerade? Noch mehr Zweikampf. Das ist ja großartig. Das ist wirklich gut. Marktwert von 540.000, hat eine Ausstiegsklausel, 2 Millionen. Das könnte er wirklich irgendwann mal wert sein, wenn er so weitermacht zumindest. Ich hoffe, niemand sieht die. Hier 22 Punkte. Wahnsinn. Der wird bald nochmal aufsteigen. Überlegt mal, wie der zu uns gekommen ist. Das ist wirklich toll. Der hat hier 252 Stufenaufstiegspunkte erreicht. Dauert ja auch immer mehr. Also je höher man kommt, desto mehr Punkte braucht man dann hier für den nächsten Fortschritt. Aber trotzdem super stark. Super, super stark. Wen fördern wir? Wen fördern wir? Albert Gunkel vielleicht nochmal. Oder das erste Mal. Der ist auch so oft Spieler des Tages geworden. Oder war zumindest in der Elf des Tages. Da kann man auch mal reingehen. Da kann man auch mal reingehen und ihn ein bisschen fördern. Kontostand 3 Millionen gerade bei uns. Das ist schon nicht schlecht, würde ich behaupten. Liegt das daran, dass die Staatsanleihe zurückgezahlt wurde? Kann das der Grund sein? Ja. Die wird zurückgezahlt. Ja, cool. Freundschaftsspiel. Ja. Können wir gerne mal machen. Können wir gerne mal machen. Wie sieht es hier in den Trainingsgruppen aus? 84 Kondition, 68. Leitner kommt hier auch nochmal rein. In die Gruppe der Geschundenen. Und hier gehen wir dann. Haben wir eine fertige Woche, die cool ist? Ja, Konter. Konter wäre mal was. Haben wir hier irgendwas, was wir weniger brauchen? Nee, das ist eigentlich super. Ja, dann werden wir mal die Konterfähigkeit wieder ein bisschen trainieren. Freundschaftsspiel vereinbaren. Ja, da wäre es natürlich cool, wenn wir mal gegen Drittligisten spielen würden, um zu schauen, wie weit sind die uns überlegen? Halle. Wo seid ihr in der Saison gelandet? Auf dem 12. Platz. Ja. Man könnte mal überlegen, wie schlagen wir uns denn gegen Halle? Die ja auf einer Platzierung sind in der 3. Liga, wo ich mir unsere Platzierung vorstelle.
Also irgendwie so auf Platz 13, dass wir definitiv nicht absteigen. Also als erstes, wenn wir aufsteigen, sollte unsere Motivation sein, nicht wieder absteigen. Uns quasi festigen in der Liga. Dass wir in der dritten Liga nicht direkt aufsteigen werden, ist, glaube ich, allen klar. Wir haben hier Mannschaften wie Bielefeld. Die haben hier Top-Stärken, wo wir nicht gegen ankommen. Aber Halle, das könnte ich mir vorstellen. Einfach mal schauen, wie spielen wir gegen eine Mannschaft, die ein Niveau hat, welches wir ungefähr erreichen wollen. Wir gucken mal. Wir arbeiten hart und halten einen Managerpunkt. Und das Ganze gleich zweimal. Stanko Helig ist erkrankt, 5 Tage Magen-Darm, das ist okay. Zwischen Tür und Angel. Zum Start in den Tag werden sie direkt von einigen Mitarbeitern angesprochen und müssen blitzschnell und ohne lange Bedenkzeit einige Entscheidungen treffen, damit der Laden weiterlaufen kann. Sind sie bereit? Ja. Einer ihrer Mitarbeiter hat einen schweren Gegenstand über den Teppich von ihrem Büro gezogen und eine fiese Spur hinterlassen, die nicht mehr rausgeht. Teppich für 2000 ersetzen? Nein. Die Belegschaft fordert, dass die Küche ein veganes Gericht als Dauergericht anbietet? Nein. Eine Wohltätigkeitsorganisation hätte sie gerne als Schirmherr für ihr Straßenfest? Ja. Die Belegschaft fordert, dass die Küche Currywurst als Dauergericht anbietet? Was wollt ihr mit euren Dauergerichten? Nein. Es wird der Vorschlag an sie herangetragen, einen Yogakurs für die Mitarbeiter zu veranstalten. Ja, meinetwegen. So ein Teppich ersetzen vor meinem eigenen Büro, dachte ich mir, das wäre so ein bisschen arrogant, wenn ich da investieren würde und woanders nicht. Bei den Gerichten denke ich mir, ein Dauergericht jetzt auch nicht so das Gesündeste. Man kann durchaus mal Currywurst essen, aber als Dauergericht haben sie sich anscheinend gewünscht. Habe ich jetzt aber nicht so gefühlt, muss ich sagen. Cody Blau plus 5. Ebbes Leitner erreicht die nächste Stufe. Ist jetzt ein 5-1er, der 18-Jährige. Und hat jetzt schon einen Marktwert von 850.000 erreicht. Jetzt wäre natürlich eine Gehaltserhöhung angemessen. Aber das machen wir erst dann, wenn wir auch in der nächsten Transferperiode sind. Und auch wissen, wie viel Geld wir noch haben und so weiter. Wen können wir nochmal fördern? Stefan Himmel vielleicht nochmal. Wann ist denn jetzt das Freundschaftsspiel? Was haben wir hier? Hier, gegen Halle. In einer Woche. Alles klar. In einer Woche haben wir das Freundschaftsspiel gegen Halle. Bandenwerbung verlängern wollen wir nicht. Sommerfest organisieren ist für mich in Ordnung. Und wir gehen rein in... Galligkeit. Außer die Schwalben, die möchte ich nicht. Bei Zweikämpfe, Pressing gegen Pressing. Das können wir machen. Und Torabschlüsse können wir trotzdem auch nochmal reinbringen. Wo haben wir die? Da, Torabschlüsse. Gerade im Spiel gegen Halle, dass wir nochmal so ein bisschen... Ja, so ein ganz kleines bisschen das Selbstbewusstsein bekommen. Nochmal schön in die Ecken reingehen. Ich glaube, das ist gut. Hier keine Zweikämpfe, sondern die aktive Erholung vor dem Spiel. Wie sieht es hier aus? Kondition 98, du kommst zurück. 86.
Ja, ihr macht hier weiter in Konditionssachen, würde ich sagen. Hier hat einer 0 Fitness. Der macht Regeneration. Okay, rein da, ihr Lieben. 20 Tage bis zum offiziellen Saisonende. Sommerfest. Sie veranstalten für alle Mitarbeiter ein schönes Sommerfest. Auch einige Spieler sind da. Es war wirklich schön. Knut ist wieder verletzt. Kopfplatzwunde. Der ist wirklich häufig verletzt. Solche Sachen kann man natürlich nicht vorhersehen. Das ist jetzt nicht, weil die Muskeln irgendwie zicken, sondern so eine Platzwunde, die passiert halt manchmal. War trotzdem nicht schön. Vertragsangebot. Victoria möchte uns haben. 120.000 Gehalt. Ist natürlich schön, aber wir bleiben bei Düren. Leon Stecher steigt wahrscheinlich nochmal auf. Sehr schön. Und wird eine 4,1. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und es ist was passiert, was wir schon kommen sehen haben. Blasco verliert eine Stufe und ist nur noch eine 5,6. Das war aber erwartbar. Wir spielen jetzt gegen Halle vor 213 Zuschauern. Um auch so ein bisschen mal ein Gefühl zu bekommen. Was uns denn so erwarten könnte in der dritten Liga. Sertic wird nochmal gefördert. Gut, dann gehen wir rein. Das machen wir alles nicht. Wir wollen neue Sponsoren verhandeln in der neuen Liga. Freundschaftsspiel gegen Halle. Ich glaube, wir werden wieder mal Standards trainieren. Standards. Nehmen Ecken, Kurz- und Rückraum raus. Und das ändern wir alles in Ecken-Strafraum. Damit die Ecken nochmal ein bisschen effizienter werden von uns. Und rein in die Woche und rein in das Spiel. Das Freundschaftsspiel gegen Halle. Und wir sehen, Halle ist noch ein Ticken stärker als wir. Und Duwe kommt natürlich ins Tor, auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Aber das hat er sich natürlich verdient. Wir nehmen Johannes Ulrich mit, wir nehmen Irbis Leitner mit. Na, wir nehmen ihn nur mit. Nein, Leitner bleibt zu Hause. Es macht gar keinen Sinn, so kaputt wie er ist. Stanko ist auch kaputt. Und dann gehen wir, glaube ich, so rein. Ja, ich glaube, das ist fair. Ich glaube, das kann man so machen. Und das ist unsere Aufstellung gegen Halle. Und jetzt sehen wir, Angriff Mitte ist nicht mehr so das Ding, was wir brauchen. Wir müssen ein bisschen mehr über die rechte Seite kommen, ein bisschen weniger über die Zentrale. So ist unser Herangehen. Wir werden dauerhaft mit kleinen Pausen pressen. Und vorsichtig defensiv lieber spielen mit Kontern. Und da sehen wir, die sind halt wirklich, wirklich stark. Lorenzo Arendt ist deren Schwachpunkt. Und es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Wir wollen definitiv zeigen, was wir können. Und wir können hier noch ein paar Spieler motivieren. So. Und dann geht's rein in das Freundschaftsspiel Düren gegen Halle. Oh, direkt Ballbesitz auf der Seite von Halle.
Aber ich möchte es halt wirklich sehen. Ich möchte sehen, wie es aussieht, wenn wir hier in der dritten Liga spielen. Ich gehe davon aus, wir müssen wirklich noch investieren. Aber wir haben auch natürlich ordentlich Geld auf dem Bankkonto. Das ist natürlich nicht schlecht. Da können wir ein bisschen was investieren. In neue Spieler beispielsweise. Denn Halle ist jetzt nicht die Durchschnittsmannschaft in der dritten Liga, sondern eher eine schlechte Mannschaft in der dritten Liga. Aber eine Mannschaft, die es geschafft hat, zu überstehen. Und da kommen sie. Özkan, Carlo Holl, Negrini. Übers Tor rüber. Aber guter Angriff. Und wir müssen natürlich im Hinterkopf behalten. Wenn wir aufsteigen, ist erstmal das Ziel, uns zu halten, uns in der dritten Liga einen Namen zu machen und irgendwie zu überstehen. Und uns dann weiterhin dort entwickeln und dann vielleicht ein Jahr später, vielleicht zwei Jahre später so langsam Richtung Aufstieg zu schielen. Und Erich Duwe, der kann sich messen mit den Spielern. Sehr, sehr stark. Konter Düren, Blasko, auf Sertic, rüber auf Zuha. Der macht das Ding alleine. Da ist das Ding. Da ist das Tor. Gut gemacht. Omri. Zuha. Die Führung für Düren. Düren wird führen. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Omri Zuha mit einer tollen Vorstellung. Wir sagen mal, du spielst gut. Und Guimarães auf der anderen Seite kann das aber besser. So, rein in die zweite Hälfte. Konterhalle. Adrian Knoblauch. Auf Eichhorn. Özkan. Schlänzt am Tor vorbei. Konterhalle. Joshua Eichhorn rennt, gibt ab an Özkan, Doppelpass, Tor für Joshua Eichhorn. Tor nach Vorlage Özkan. Ja, unsere Fitness ist nicht so super gut, insbesondere von Duwe natürlich. Nochmal Angriff Halle. Die wollen sich das natürlich nicht nehmen lassen hier mit dem Viertligisten, der zwar aufgestiegen ist, nicht mithalten zu können. Beziehungsweise wir sind ja noch nicht aufgestiegen. Wir können auch ganz gerne nochmal in die Auswechslung reingehen. Dann könnte Nino Weinmann nochmal für Bade kommen. Johannes für Himmel. Und Horaz für Cody Blau. Rasch für Gunkel. Dirks für Ferreira. Und dann haben wir noch zwei Wechsel. Die möchte ich aber noch nicht machen. Und dann könnt ihr euch ein bisschen mehr anstrengen. Haut alles rein, was ihr habt. Angriff Halle. Carlo Holl. Mit einem direkten Schuss. Und Duwe kriegt es hier nicht hin, abzuspringen. 2:1 für Halle. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Wir sehen, also die dritte Liga wird eine riesige Herausforderung. Das hier ist eine eher schlechte Mannschaft in der dritten Liga. Das wird eine riesige Herausforderung. Gib nochmal alles, meine Lieben. Können jetzt auch gerne nochmal offensiv spielen. Konter Düren. Horaz. Auf Dirks. Der kann das. Er macht es auch. 80. Minute. 2:2. Ausgleich.
kein Gelb für Dirks, aber knapp grenzwertig hier mit seinem Jubel. Er ist aber auch Influencer. Das ist oftmals grenzwertig. Schöner Volley, sicher gefangen von Duva, aber schön gemacht. Ganz, ganz toll gemacht. Also wenn man da natürlich Ecken übt und dann auch da jemand hat mit einer guten Volley-Fähigkeit, dann ist das schon hart. 3 Minuten werden nachgespielt und wir verabschieden uns mit einem 2:2, bei dem man wirklich sagen muss, dass Halle hier die stärkere Mannschaft war. Sie hatten 8 Chancen, hatten deutlich mehr Ballbesitz. Das hier hätte eigentlich auch ein 4:0 werden können oder 4:1. Aber wir haben unsere beiden Chancen gut umgesetzt und sehen, das wird in der dritten Liga wirklich nicht einfach. Aber schönes Freundschaftsspiel. Und hier entwickeln sich auch alle richtig gut. Cody Blau wird auch zum Fünfer bald. Das brauchen wir aber auch in der dritten Liga. 12 Tage noch bis zum offiziellen Saisonende. Freundschaftsspiel hat mir gefallen. Das war cool. Das war cool. Schönes Unentschieden. Karlsdorf hat Interesse an Kund. Das fände ich nicht verkehrt. Dürfen mir gerne ein Angebot unterbreiten. Sehr, sehr gerne. Wir fördern. Wir fördern. Nochmal Gunkel. Der hat sich's verdient. Der hat toll gespielt. Der hat sich's wirklich verdient. Freundschaftsspiel nochmal machen wir nicht. Machen wir nicht. Eckenstrafraum hat gut funktioniert. Wir gucken nochmal, ob wir alles hier so ein bisschen nochmal fördern können. Angriffe durch die Mitte. Angriffe über Außen, wir haben jetzt gesehen, Angriffe über Außen waren jetzt wieder effizienter, also das müssen wir eigentlich beides können. Bei den Ecken zum Beispiel ist halt klar, da reicht uns eine Variante. Pressing gegen Pressing. Ist auch was, was wir immer wieder auffrischen müssen. Konter natürlich auch. Freistöße. Und dann nochmal flache Hereingaben. Alles klar. Haben wir noch komische Trainingsgruppen? Nee, eigentlich nicht. Du brauchst keine Kondition mehr, sondern frische. Du auch. Und ihr arbeitet beide noch an der Kondition. Ja, wunderbar. Gute Woche eingestellt. Noch 6 Tage bis zum offiziellen Saisonende. Sedas Yildiz hat seine Schwäche bezüglich der Kreativität ein wenig weiter abgebaut. Und könnte jetzt auf die Schusstechnik gehen oder die Kreativität. Die fehlende Kreativität weiter abbauen. Komm. Bleib mal auf der Kreativität. Da eine Schwäche zu haben, ist nicht immer gut. Vor allem nicht auf deiner Position. Diesmal kein Managerpunkt erhalten, das ist nicht so schlimm. Manchmal erhalten wir auch 5, wenn es mal gut läuft. Und wir sind auch schon so zur Hälfte weitergekommen zum nächsten Level up. HK Arslan, wir gucken dich einmal an. Wollen wir dich übernehmen? Du hast einen Marktwert von 125.000. Wir könnten dich entweder verleihen. Wir könnten dich entweder verleihen oder verkaufen. Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn wir dich mitnehmen. Ausstiegsklausel ab 500, mit 500.000 finde ich auch okay. 10.000 Grundgehalt. Das am Rausnehmen, dass du es vielleicht ein bisschen höher setzt. Und ich bin eigentlich zufrieden. Relativ günstig ein Spieler, den man verhandeln kann. Also ausleihen kann, vielleicht auch verkaufen kann. Wir verhandeln mal mit ihm.
10.500, können wir uns gerne einig werden. Oh, gar keine Ausstiegsklausel jetzt. Ist auch okay. Vertrag unterschreiben. Budgetbelastung von 875, das ist okay. Der nächste Jugendspieler, den wir noch verhandeln müssen, ist Matteo Neitzel. Bei ihm gehen wir hier ein bisschen runter, sagen einmal hier keine Ausstiegsklausel, damit er hier einmal hochgeht. Verhandeln einmal. Er kommt uns sogar mehr entgegen, als ich wollte. Verhandeln nochmal. Und einigen uns bei 11.500. Auch bei ihm machen wir das genauso. Und Theodor Behling, bei dir machen wir es ebenfalls. Oh, der will schon ein bisschen mehr haben. Und auch bei ihm kommen wir überein. So, das sind die drei, die wir sonst verloren hätten. So, was ihr für Rückennummern bekommt, ist mir, glaube ich, erstmal egal. Sie haben ihre spezielle Manageraufgabe gelöst und können sich über die versprochene Belohnung freuen. Sie bekommen 20% mehr Gehalt. Das freut mich wirklich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Das ist cool. Herzlichen Glückwunsch! Die Saison ist damit beendet. Nach einer kurzen Pause geht es für Sie bei Düren in die zweite Saison. Einige Anmerkungen noch. Sie erhalten als Saisonbonus 20 Managerpunkte. Für die nächste Saison erhalten Sie Fernsehgelder in Höhe von 527.000. Übersicht: nationale Titelgewinner, Bavaria München natürlich, Manchester, Brighton, Barcelona, Sevilla, hier das Double geholt, Turin, Mondial, Paris und Lille. Wahl des beliebtesten Spielers der Saison. In der vierten Liga West erhält Dan Wallace 8% der Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Dabei hat er doch gar nicht so einen großen Zweckfaktor, dachte ich. Gar nicht schlecht. Und auch beiden Stufenaufstieg, das ist toll. Elf des Jahres. Auch vierte Liga West natürlich. Es ist niemand von uns dabei. Niemand vom Aufsteiger. Das zeigt uns aber, dass wir als Team gewonnen haben und nicht durch individuelle Stärke. Leon Naas. Ja, nicht für uns interessant, glaube ich. Und in der dritten Liga? Norbert Sieger. 36 Jahre alt. Kann keinen Scout-Auftrag vergeben. Alles klar. Ein Tor der Saison sind wir leider nicht mit drin. Ist ja auch klar, als Viertligist. Das bezieht sich auf alle Ligen. Haben wir wahrscheinlich schon gesehen. Wir schauen uns das nochmal an. Simon Raab auf Burritos, auf Gürz. Ja, war schon schick. Aber Tor der Saison, weiß ich nicht. Haben wir schon andere gesehen. Bester Torhüter der Saison. Ruben Greenwood. 12er Stärke, das ist auch wieder nicht auf unsere Liga bezogen, sondern insgesamt. Der bekommt ein Gehalt von 7 Millionen. Ein Gehalt von 7 Millionen. Das können wir bei weitem noch nicht stemmen. Bester Stürmer. 36 Millionen Marktwert. Spieler des Jahres. Ja, das sind natürlich, guck mal hier, was das. 14 Sterne. 14 und 13 Sterne, Leute. Weltstars sind das hier. Rookie des Jahres, leider auch niemand von uns dabei, sondern von Aachen und Reda-Wiedenbrück. Schade, das hätte viel gebracht, das hätte ganz, ganz viel gebracht. Schade. Jans Binsmeier-Medaillen,
Bereich U19. Tolle Talente. Tolle, tolle Talente. Bereich U18 kommen natürlich unsere Talente bei weitem nicht bei rum. Unsere besten Spieler sind nicht so gut wie hier dieser 15-Jährige. Größte Gewinner Social Media. Auch hier ist Düren natürlich nicht mit dabei. Weil kein Dürener Spieler so viele Follower hat wie hier der Letztplatzierte. Na, wer hat hier die meisten Follower? Wer hat den größten Swag-Faktor? Tarik Bey. Großartig. Mit 5,8 Millionen Followern. Da sind die Social Media Superstars. Meine eigenen Spieler, Samuel Schreiner, also das ist hier Dan Wallace, hat 150.000 Follower. Danach kommt Guimarães. Oh, aber schaut mal. Saisonbeginn, da ist einiges dazugekommen bei Dan Wallace. Von 72.000 auf 150.000. Ja, schon cool. Schon cool, sich das hier anzuschauen. Nikolas Dirks, unser Influencer, von 28.000 auf 37.000. Interessant, interessant. Ja, nochmal runter. Um alle Spieler von uns zu sehen. Achso, nee, Samuel Schreiner ist ja, das ist ja Cody Blau. Oder? Jetzt muss ich nochmal reinschauen. Das war Cody Blau. Entschuldigt bitte. Dan Wallace war der beliebteste Spieler war. Das ist hier Said Wunderlich. Der ist von 33.600 auf 33.680. Okay, ich nehme alles zurück. Cody Blau von 72.000 auf 150.000. Guimarães hat verloren. Omri Zohar hat verloren. Wahrscheinlich, weil die zu Düren gewechselt sind. Kann ich mir vorstellen. Irbis von 14.000 auf 40.000. Nikolas Dirks. Okay, jetzt haben wir es richtig. Sehr gut. 5-Jahres-Wertung. Hat sich auch ein bisschen was getan. Saisonrückblick. 85 Punkte für Düren. Mönchengladbach auf dem 2. Platz. Mit nur 79 Punkten. Und wen sie vereinen und erleben sie die Saison aus dessen Sicht? Ja, wir wollen natürlich den Saisonrückblick starten. Text schreibe ich mal nicht rein. Wir wollen das hier uns einmal anschauen. Düren! 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 Stolper, Spannschuss, Tor! So stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Den Aufstieg schaffen wir. Blau und Gelb, wir stehen zu dir. Auf den Rängen schallt es im Chor. Düren vor. Blau und Gelb, gebt euch jetzt eine Breitseite. Und wir holen den Sieg mit euch. Und wir holen den Sieg mit euch. Wir dominieren. Blau und Gelb, gebt euch jetzt eine Breitseite und wir holen den Sieg mit euch und wir holen den Sieg mit euch. Düren vor. Düren, 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 Düren. Düren. Stolper, Spannschuss, Tor. So stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Den Aufstieg schaffen wir. Blau und Gelb, wir stehen zu dir. Auf den Rängen schallt es im Chor. Düren vor. Blau und Gelb,
gibt euch jetzt eine Breitseite und wir holen den Sieg mit euch und wir holen den Sieg mit euch. Wir dominieren blau und gelb, gibt euch jetzt eine Breitseite und wir holen den Sieg mit euch und wir holen den Sieg mit euch. Düren vor. Und damit haben wir nochmal ganz kurz einen Saisonrückblick reinschauen können. Sehr, sehr cool. Das hat Spaß gebracht. Tolle Entwicklung hier. Ganz, ganz tolle Entwicklung. Und wir bekommen natürlich jetzt auch ein paar neue Spieler, die wir verpflichtet haben für die neue Saison. Das ist hier unten einerseits... Achso, Theodor Behling, das ist der Jugendspieler. Das ist hier unten einerseits. Das ist auch der Jugendspieler. Chung Jae Jeng, der rechte Mittelfeldspieler, der 19-Jährige, den wir ablösefrei verpflichtet haben. Der 19-Jährige rechtes Mittelfeld. Wo wir natürlich überlegen müssen, wird Gil Mares eine Rolle für uns spielen? Das müssen wir noch herausfinden. Das ist richtig, richtig toll. Und hat sich hier noch was getan? Ich glaube, sonst ist erstmal nicht. Cool, sehr, sehr cool. Hier auch gut nochmal in die taktischen Fähigkeiten reingegangen. Cody Blau erhält einen Stufenaufstieg, ist jetzt eine 5er-Person und dafür in der dritten Liga natürlich auch deutlich besser geeignet. Saisonende. Berechnungen für die neue Saison werden durchgeführt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind aufgestiegen. Sie erhalten 100 Managerpunkte. Jawohl. Das wollen wir sehen. Vereinsumsatz 8,2 Millionen Euro. Das ist eine Hausnummer in der vierten Liga. Und ich hoffe, dass wir das in der dritten Liga vielleicht sogar verdoppeln können. Und heute beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison. Wir erhalten 3 Aktionspunkte als Saisonbonus und 2 Aktionspunkte als besonderer Saisonbonus, weil der halt so gut, weil alles so gut gelaufen ist. Und 2 Aktionspunkte für den Aufstieg. Das ist halt richtig cool, weil wir das jetzt sicherlich auch brauchen werden in der dritten Liga. Und jetzt geht es um die Verhandlungen für die nächste Saison. Und jetzt kommt der Punkt, wo eigentlich ich euch fragen würde, wollt ihr die neue Saison sehen? Denn ich habe euch versprochen, es geht bei uns immer um eine Saison. Ich verspreche euch immer eine Saison, die wir spielen werden. Und dann gucke ich mir an, wie kommt das Projekt weiterhin bei euch an? Seid ihr noch dabei? Habt ihr Lust auf eine weitere Saison? Und dann gucke ich entweder rein, wie ihr halt so drauf seid, oder ich frage euch nochmal ganz dediziert, weil sich das natürlich auch insofern lohnen muss, dass meine Zeit, die ich hier rein investiere, ich natürlich so rein investieren möchte, dass es möglichst viele Leute cool finden. Und wenn nicht mehr so viele Leute Lust an einem Projekt haben, kann ich natürlich dann die Zeit lieber für ein anderes Projekt aufbringen. Aber ich glaube, dieses Projekt hier ist selbsterklärend. Ihr seid so voller Inbrunst dabei. Ich habe so viel Spaß mit euch. Ihr schreibt so viele coole Kommentare. Ihr lasst so viele Likes da. Das hier ist natürlich ganz, ganz eindeutig ein Fall von, wir spielen das weiter. Und ich verspreche euch eine ganze weitere Saison in der dritten Liga. Ob wir danach noch eine Saison spielen, das mache ich abhängig davon, wie die nächste Saison wird, wie ihr Lust habt an diesem Spiel. Schön, dass ihr da seid und danke, dass ihr das unterstützt. Das heißt, die nächste Saison, die ist gesichert. Und das heißt, wir werden jetzt schon mal in die Verhandlung reingehen für die nächste Saison. Wir haben so viele Aktionspunkte, ganz ehrlich. Wir setzen hier gleich welche ein, um unser Budget noch mehr und noch besser verhandeln zu können. Wir haben 3,4 Millionen Vereinsvermögen. Selbstverständlich werden wir das auch ausgeben wollen.
Wir brauchen Geld für Büros, wir brauchen Geld für ein Jugendinternat und wollen auch weiterhin in die Investitionen gehen. Also wir brauchen mehr Vereinsbudget und wir brauchen auch definitiv mehr Transferbudget. Also wir gehen hier erstmal rein und sagen, wir brauchen mehr Vereinsbudget. Ich gebe jetzt Aktionspunkte aus, dass wir noch mehr Vereinsbudget verhandeln können. Ich gebe nochmal Aktionspunkte aus für noch mehr Vereinsbudget. Ich gebe nochmal Aktionspunkte aus. Wir steigern unser Ziel. Unser Ziel ist nicht Platz 15, auf gar keinen Fall. Unser Ziel ist Platz 13, dann bekommen wir allgemein mehr Geld. Wir geben nochmal Aktionspunkte aus. Für 1,5 Millionen Vereinsbudget. Da können wir richtig viel investieren. In Jugendinternat, in Trainingscamps, in leider kein Jugendcamp. Alleine das würde uns 1,9 Millionen kosten. Aber vielleicht in einen besseren Trainingsplatz und so weiter und so fort. Aber dann brauchen wir jetzt immer noch mehr Transferbudget. Wie viel Vereinsvermögen haben wir? Das ist bald aufgebraucht. 1,5 und 1,6 macht 3,1. Ich gebe noch einen Aktionspunkt aus. Einen noch. Einen noch. Um unser Transferbudget auf 1,7 Millionen zu erhöhen. Wenn wir dann noch Spieler verkaufen, dann können wir hier ein bisschen was investieren. Ich glaube, das ist gut. Das Präsidium ist überhaupt nicht zufrieden damit. Überhaupt nicht. Aber ich denke mir, das gesamte Vereinsvermögen, das wollen wir auch ausgeben. Und deswegen, das wollen wir ausgeben. Deswegen wollen wir hier auch 3,2 Millionen Budget haben. Unser Ziel ist Platz 13. Das ist das, was Halle erreicht hat. Und das erreichen wir, wenn wir investieren in den Verein. Ja, mehr Büros, mehr und bessere Abteilungsleiter. Ein Jugendinternat, da ist das ganze Vereinsbudget fast schon wieder rausgeschmissen. Und natürlich Transfers. 59 mögen sie uns nur noch und wir haben nur noch 4 Aktionspunkte. Damit können wir aber arbeiten, vor allem weil wir gleich noch einen Stufenaufstieg haben, dann bekommen wir nochmal 2. Das ist schon okay. Trikots bleiben natürlich so. So, wir sind in der dritten Liga angekommen und wir werden natürlich weiterhin auf die Jugend setzen, allerdings brauchen wir jetzt mehr ältere Spieler aus älteren Semestern, die uns unterstützen. Das heißt, wir setzen nicht nur noch auf die Jugend, sondern und spielen, lassen auch nicht Jugendspieler zu viel spielen, zum Beispiel die 3, die wir jetzt neu verpflichtet haben. Und damit wir da nicht in Teufelsküche kommen, sage ich, das Alter spielt keine Rolle für mich. Die Form ist nur ein Faktor. Jeder kann sich zwar im Training anbieten, aber wenn wir wirklich so ein Sedat Yildiz haben mit einer Stärke von 2, dann kann er sich im Training nochmal so viel anbieten. In der dritten Liga können wir ihn einfach nicht spielen lassen. Der muss eh weg, wie viele andere auch. Aber die aktuelle Form ist nur ein Faktor, das können wir nicht machen. Wir rotieren viel, können wir nicht anbieten. Jeder bekommt bei mir seine Chance. Nicht jeder. Wir setzen eher auf eine Stammelf. In der dritten Liga spielen wir einfach gegen Vereine, die so viel besser sind als wir, dass wir hier unsere Regeln und unsere Strategie wirklich nochmal umstellen müssen. In Relation zur vierten Liga. Das hier wird jetzt eine ganz andere Art zu spielen sein. Und wir werden viele Niederlagen erleben. Strategie.
Wir wollen uns mittelfristig verbessern. Ja, also kurzfristiger Erfolg auf gar keinen Fall. Wir werden definitiv nicht oben mitspielen. Langsamer Aufbau. Wollen wir so 3, 4, 5 Jahre uns langsam aufbauen in der dritten Liga? Ja, wäre realistisch. Mein Ziel ist aber eher ein Jahr satteln. Im nächsten Jahr schon Richtung Mittelfeld, vielleicht sogar oberes Drittel mitspielen und vielleicht so in 3 Jahren, im dritten Jahr, zumindest träumen vom Aufstieg. Mittelfristig. Wir spielen offensiv. Wollen wir weiterhin offensiv spielen? Nee, es wird eine Balance sein zwischen Offensive und Defensive. Aus jedem Jugendjahrgang muss es ein Spieler schaffen, finde ich gut. Finde ich gut. Ich kaufe nur Spieler, die ich teurer weiterverkaufen kann. Nein, wir kaufen nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Nein, weil es da auch so ein bisschen drauf ankommt, ob wie das Spiel das identifiziert. Wenn wir jetzt ein Talent finden und den verpflichten, könnte es sein, dass das Spiel sagt, nee, der bringt uns ja eigentlich gar nicht weiter. Oder das Präsidium im besser gesagt. Ja, Jugendjahrgang können wir gerne welche hochziehen. Ich glaube, das ist okay. Blieb der Spieler 56, blieb der Präsidium 61. Da haben wir uns einiges verscherzt, aber ich finde, dass das hier gerade zu Beginn so wichtig ist, dass wir das machen. Dass wir hier wirklich die richtigen Sachen einstellen, dass auch keiner enttäuscht ist und dass wir vor allem auch viel Geld rausverhandeln, dass wir das auch investieren können, damit wir auch mittelfristig uns verbessern könnten. Verträge laufen aus. Duwe plant sein Karriereende. Nino Weinmann plant sein Karriereende. Ansonsten, ja, ein paar Verträge laufen aus, aber, das kann man sagen, sie bleiben noch ein ganzes Jahr bei uns. Die Rückennummern. Also ich finde, Duwe hat die 1 verdient. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn er selbstverständlich das verlässt, aber er hat die 1 verdient. Wer die Rückennummer 10? Justus Bade, finde ich okay. Wer die 7? Guimarães. Finde ich okay. Alles gut. Bei Guimarães und Omri haben wir Kaufoptionen. Bei Guimarães, wir wissen noch nicht, ob wir deine Option ziehen werden. Aber Chung Jae Jung, der ist auf jeden Fall bis 28 da. Der ist 19 Jahre alt. Der kann sich noch toll entwickeln. Der kann sich noch richtig toll entwickeln. Das ist ein 7er. Den haben wir ablösefrei geholt. Das wird die 7. Der wird auch mehr spielen. Weil wir bei ihm wissen, der wird auf jeden Fall bleiben. Alles klar. Ansonsten 6er. Lass uns Irbis Leitner noch den 6er geben. Ansonsten ist mir das nicht so wichtig mit den Rücknummern. Irbis Leitner. Wo bist du denn? Leitner. Cody Blau. Vielleicht auch die 4 verdient. Komm. Cody Blau, du bekommst die 4. So. Aber was ich eigentlich wollte. Ich suche Leitner. Ich finde ihn gerade nicht. Da ist er. Leitner ist die 6. So, das reicht jetzt aber. Rückennummern sind nicht so wichtig.
Stufenaufstieg. Wir bekommen Aktionspunkte dazu. War klar, deswegen konnten wir auch eben ein paar Aktionspunkte ausgeben. Und welchen Spieler wollen wir besonders fördern? Ja. Überschüssige Punkte werden weggeschmissen. Deswegen lass uns mal gucken, wer hier so bei im 80er-Bereich hockt. Omri Zoha wissen wir nicht, ob wir ihn mitnehmen. Stefan Himmel wäre eine coole Möglichkeit. Oder Chung Jejang, auch neu und cool dabei. Ja, komm, wir fördern mal Himmel. Bei seinen blöden Einwürfen. Cool. Manager-Upgrade, Motivationsbonus endet nach 2 Niederlagen. Wir holen uns den Spezialbonus Spielerbeurteilung. Ihr Blick für das Erkennen junger Talente schärft sich. Super. Und damit starten wir in eine neue Saison, meine Lieben. Das wird so cool. Wir sind in der 3. Liga. Düren wird führen. Wenn man Teamwert von 10,5 Millionen, Kontostand besagt 3,7 Millionen, Vereinsbudget 1,5 Millionen, Transferbudget 1,7 Millionen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Saison mit euch. Das wird so großartig. Jetzt gibt's noch einen kleinen Downer. Morgen früh wird es keine Folge geben, denn der Saisonstart wird natürlich besonders aufregend und ereignisreich. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Habt ihr Ideen für den Saisonstart? Schreibt es rein. Ich werde die nächste Aufnahme starten, nachdem ihr die Möglichkeit hattet, hier reinzuschreiben. Deswegen gibt es auch morgen früh keine Folge. Erstens, weil sie lang wird. Zweitens, weil ich auf eure Kommentare eingehen möchte. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für euren Like. Vielen Dank für eure Kommentare. Und bis zur nächsten Folge.